Liebe Lilienfans, herzlich willkommen zur dritten Runde des Suzuki Quiz-Pokals. Heute dabei Andreas Müller und Yannick Müller. Der Rekord war von Tim Skarke und Matthias Honsack. 6 von 10 Fragen richtig beantwortet. Sollte ein entspanntes Ding werden. Auf geht's! Auf geht's! Ja, bereit geboren. Ja. Schon, ja. Wie viele Fußbälle passen in den Kofferraum dieses Suzukis? Und es darf nichts rausfallen. Das heißt, wenn man die stapelt, dann ja, fallen die schon runter. Ein Ball sagt, sind 10 Bälle. Ja, aber zwei Ball warum ist auf? Warum? 25 Sechs. Aber das ist ja scheißegal, ob der, Ball, ob der offen ist. Stimmt, wir können es ja selber beeinflussen. Wir stapeln einfach. Ach, wir müssen das nachher stapeln? Ja, 25. Ja. Quizpokal. Wir holen den Quizpokal. Das ist der Suzuki Quizpokal, Chris. Du siehst gerade die neuen Champions. Sobald einer rausfällt, ist es vorbei, ne? Ja. Was? Echt? Das habt ihr jetzt nicht gesagt. Warum hab ich das gefragt? Aber dann machen wir, dann mach langsam. Ja, dann machen wir schon was. 9. 10. Du müsst jetzt 20 haben, was? Hast du deinen leer? Nee, da ist noch einer. Nee. Boah, der Wind ist eklig. Pass auf. Ja. Oh ja, wenn wir das so reinspannen. Ja, da ist gut. Ah. Ah. Rein. Da. Ah. Easy. Safety first, erstmal anfangen. Oh, beiden Spitznamen Mülli? Ja. Bei beiden? Ja. Ja. Ist clever. Ja. Wir haben auch in der Kabine gesagt, unser Ziel ist, eine 10 von 10 zu erreichen. Wer schoss beim Wunder von Bielefeld das entscheidende Tor? Ich bin relativ sicher. Also irgendwie, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Es steht in dem Aufgang zur Kabine. Also ich vertraue dir da. Zwei von zwei. Wusste ich. 2 von 2, super. Welcher Spieler schoss in dieser Bundesliga-Saison unser erstes Tor? Marvin Nede. Ja, lass uns alle. Also, erstes Spiel haben wir ihn von 1-0 verloren. Und dann kam Union und das hat Marvin Mehlem gemacht. 1-1. Mit dem linken Fuß. Marvin Mehlem, Linksschuss. Ein Gruß an unsere Nummer 6. Eingeloggt. Was ist der Weltrekord im Rückwärtslaufen über 10 Kilometer? Ja, wenn du es vorwärts läufst, da ist der Weltrekord weit unter 30. Was ist da? 22 oder so? 25? Was? Ja. Du kannst doch keine 10 Kilometer rückwärts laufen in 35 Minuten. Ja, rückwärts, ja. Bist du wahnsinnig? 10 Kilometer? Das kommt hin, glaube ich, 29. Ja, die sind krank. Die ja, okay, aber wenn du eine halbe Stunde, sag ich mal, vorwärts die brauchst, laufen dann Marathon, brauchst du keine 35 Minuten. Die laufen Marathon in 2 Stunden. Ja, das ist krank. Ich sag 43. Warte. 35 schaffst du nicht. Ja, deswegen. Ja, wir schaffen nicht mal 35. Aber vorwärts halt. Ja, vorwärts. So. Sagen wir mal, eine durchschnittliche Pace, so 5 Minuten. Pro Kilometer. Ja. Wir sind bei 50 Minuten. Dann braucht er ja eine 5 Minuten Pace. Ja, dann 51 Minuten. Ja, 51, ja. Ja. Finale Antwort. 51 finale Antwort. War es 43? Auch noch 3. 39 Minuten, 10 Kilometer. Ich hab's immer vorwärts, Alter. Wie viele Menschen in Deutschland tragen laut Telefonbuch den Namen Müller? Oh, 250. Also. Das ist aber wenig. 80 Millionen. 800.000 werden 1%. Das ist schon viel, Alter. Jeder 100. Müller. Ja, aber das kommt schon hin. Was war das Maximum? 500.000. Ich sag 250.000. Sag mir mein Gefühl, mein Mülli-Gefühl. Ja, komm, schon dabei. 250. Ja, 4 richtige, so wichtig. Genau, da bin ich vorbei. Spielstraße. Schrittgeschwindigkeit bitte. Auf welche Teams trifft Deutschland in der EM-Vorrunde? Schottland, Schweiz und? Ungarn? Nö. Was? Fuck, ich wusste. Was hast du gesagt? Ich hab schon Ungarn. Doch, ja, Ungarn. Warte, bist du sicher? Ungarn, das ja. Letztes Mal war ich glaube Ungarn. Weil Ungarn ist ekelhafter Gegner. Warte mal. Hat der nicht einen Playoff-Gegner? Ne, Schottland war der Playoff-Gegner, ne? Jarzu spielt ja mit Albanien gegen Spanien. Also Spanien kann schon mal nicht sein. Italien. Italien.
Boah. Ja, mach mal gucken. Kroatien, Kroatien. Ich sag auch, ja, immer. Ungarn. Yes! 5! Wir sind so krass. Was ist die meistgesprochene Sprache der Welt? Spanisch wird nämlich auch so. Ja, ist auch in Südamerika. Kolumbien gehört. Und so, das ja, ist auch alles spannend. Überleg mal, China. China hat halt viele. Die haben 1 Milliarde. Ja, aber es wird ja nur in China und. Ja, die haben 1 Milliarde Einwohner. Überleg mal, wie viele Chinesen Englisch sprechen. Und überleg mal, wie viele Amerikaner und Engländer Chinesisch sprechen. Und die ganzen skandinavischen Länder. Ja, was, da wird doch kein Englisch gesprochen. Klar, die haben keine Filme in ihrer eigenen Sprache. Hä? Die gucken jeden Film auf Englisch. Das ist auch so ein richtig unnötiges Wissen. Ich sag Englisch. Ein Mülligefühl sagt mir, ich schwank zwischen Chinesisch und Spanisch. Können wir nochmal ausloggen? Ja, dann machen wir Englisch. Englisch. Final. Ja. Oh. Vertrau mir doch. Ja, gut. War nicht schlecht. Wie lange dauert es, bis das Licht der Sonne die Erde erreicht? Boah, das ist auch. Sowas habe ich schon mal gehört, wirklich. Ich habe das gehört. 8 Minuten. Vertrau mir, bitte. Ich sag's dir, 8 Minuten. Wenn du so sicher bist, dann. Ja, 8 Minuten. Vertrau ich meinem. Ich bin mir jetzt selber nicht mehr sicher. 8 Minuten, finale Antwort. Oder 8 Sekunden. Nein. Wenn du sicher bist, dann. Oder? Nee, das ist. Das die Lichtgeschwindigkeit. Das ist die besagte Lichtgeschwindigkeit. Sind das Sekunden? Nee, 8 Minuten. Ich sag 8 Minuten. Komm. Yes! So wichtig! Ich hab's irgendwo gehört. Das Gefühl ist auch wichtig. Ja. Ich hab das. Dass man seinem Partner vertraut. Ja. So wie ich gerade mit Englisch. Was vermisste Oliver Kahn 2003 nach einer 0:2 Niederlage auf Schalke bei seinen Mitspielern? Eier. Wir brauchen Eier. Sü. Nee, das bleibt gut. Das ist locker. In Suzuki ist man auch 10-mal schlauer. Weiter geht's. Welcher Feiertag ist innerhalb eines Kalenderjahres am weitesten von Silvester entfernt? Das ist auch wieder so eine Fangfrage. Es ist nämlich Neujahr, weil 31. Dezember, das ist wieder so ein Ding, ja, guck, wer schon lacht. Das ist wieder so ein Ding. Neujahr und 31. Dezember ist richtig weit auseinander, weil das ja von quasi vom letzten Tag zum ersten Tag ist. Ja, 100%. Bam! Die können uns nicht, Die wollen uns, aber die kriegen uns nicht. Wir müssen den Flow mitnehmen. Ja, direkt die nächste. Der Kopf qualmt. Welche Teams spielten dieses Jahr im Super Bowl? Boah, ich hab keine Ahnung. Kansas City Chiefs gegen San Francisco. 49ers oder was ist das? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Football. In Las Vegas. Locker easy. Stark, 9 von 10. Das ist so stark, Mann. Warte kurz. Hallo liebe Lilien-Fans, das war's von unserer Runde vom Suzuki Quiz-Pokal. Ja, wenn euch das Video mit uns zwei sehr schlauen Männern hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir freuen uns auf den Pokal.